Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Metal Gear 2 Solid Snake. Und jetzt bin ich auch endlich da, wo ich hin wollte. Gott sei Dank. Nee, den komischen Hinweis gibt es nämlich nicht. Warte mal, ich lasse ihn mal laufen. Ich gehe mal wieder zurück. Mal gucken, ob es nochmal macht. Aber nee, der ist ja gerade hinten. Denn da, wo ich geguckt habe, nee, kam aus dem Schrank hier oben. Oh, er kommt gleich wieder zurück. Vielleicht kann uns ja nochmal zeigen. Vielleicht holt er jetzt nochmal ein bisschen Müll. Ja, reinsetzen. Natürlich musst du hier lang kommen. Da ging nämlich der Schrank auf. Das habe ich hier nämlich noch nie gesehen, war jetzt gerade nämlich auch nicht so. Mal gucken, ob er es jetzt macht. Er läuft bloß rum. Naja, wie auch immer. Aber wir haben... Oh, habe ich das nicht... Hab ich das nicht gespeichert? Muss ich jetzt nochmal in die Sauna? Mal. Da muss ich... Glaube ich nochmal in die Sauna. Nee, warte, pass auf, da ist eine Kamera. Ah, wieder schlechte Runde. Oh, die kommt sogar mit. Schwein ab. Da brauche ich ja wieder eine Karte. Ich glaube, das war die. Ich weiß es nicht genau. Gut, dann muss ich jetzt nochmal in die Sauna, um den Schlüssel zu verändern. Aber wie gesagt, der Typ, der den Müllsack wegkickt, sage ich mal, hat man in dem Video, was ich gesehen habe, gesehen, dass der aus dem Schrank kommt. Also der Müllsack. Nein. Nein. Alter. Die andere Karte, Mann. Leck mich. Ich weiß. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Rein da. Warte. Jetzt ist doch verändert, oder? Und hier muss doch einer reinkommen. Verändert sich das weiter? Nee. Okay, jetzt haben wir den Schlüssel. Wir brauchen, glaube ich, die. Und jetzt sollten wir den Schrank eigentlich öffnen können. Mal gucken. Mal gucken, ob wir Glück haben. Vielleicht haben wir auch Glück und wir sehen auch mal, wie der Typ den Schrank aufmacht. Aber wahrscheinlich eher nicht. Nee, natürlich nicht. Aber ja, wenn wir jetzt diesen formschönen Schlüssel... Da ist er, was haben wir denn da? Tonbandkassette? Was bringt mir die? Enthält eine Aufnahme der Nationalhymne des Landes Sansibar. Aha. Oh, kann ich die damit einfrieren? Okay, das geht nicht lange, aber... Okay, cool. Gut zu wissen. So, jetzt haben wir den... Ich weiß jetzt nicht, ob das so relevant war. Warte, war das... Warte mal, wo war das gewesen? Ich muss nochmal auf die Krankenstation. Ich war, glaube ich, auf der anderen Seite. Oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, Schwein gehabt. Zumindest habe ich da den Raum, oder in dem Raum, wo der besagte gute Mann war, habe ich das gesehen, dass er dann noch ein bisschen was, sag ich mal, rausgeholt hat. Ernsthaft. Ciao, warte. Ja, jetzt ciao. Ich weiß nicht, inwieweit das relevant ist, aber... Ich gucke mal, ich weiß auch nicht, ob das jetzt wieder so funktioniert. Nein. Halt. Aber kann ich das echt bloß mit dem Ding sehen? Ah, gut, da war ich halt nah dran. Oh. Was? Das hatte ich ja überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Arschlöcher. Nein, ich wollte mal was anderes machen.
Ach so. Ja, weil ich machen. Halt. Aber ich würde echt gerne mal wissen. Oh, ist er hier? Ciao. Ich würde echt gerne mal wissen, wie viel Zeug wir da noch kriegen. Nein, ich hab's gewusst. Ich hätte diese scheiß Hymne da machen sollen. Fuck. Oh, ernsthaft? Na dann komm. Hey. Oh. Nein. Warte. Da kann ich eigentlich gleich in den Raum hier reingehen, wo ich hin wollte. Halt. So. Und hier? Ich weiß nicht genau, der Schlüssel hat sich aber auch nochmal verändert, aber... Kann ja sein, dass ich jetzt noch was vergessen habe? Zu dem Ding. Keine Ahnung, wie man darauf kommt. Aber... Es hat funktioniert, also juckt's wichtig. Deswegen, wir können schön mit dem Gleiter jetzt fortfahren. War das die? Nee, das war die natürlich nicht. Und musste ich da zum Turm? Ich glaube, da musste ich zum Turm. Warte. Ich will mal hier. Ciao, Leute. Er ist auch ganz still. Ah, schön. Okay, damit kann man so freezen. Also, bei Problemfällen durfte das gut funktionieren. Aber ansonsten wäre es jetzt nicht so nötig gewesen. Aber ich weiß halt nicht, wie gesagt, mit dem Schlüssel. Alter, die Dinger sind der Meinung. Hab ich ein Glück. Ich wäre da nicht drauf gekommen, dass man dahin nochmal gehen muss. Deswegen... Ja... Bin ich eigentlich ganz froh, weil ich würde so stundenlang hängen, wenn ich ein bisschen Pech habe, weil das mache ich ja, um ehrlich zu sein, da ist die erste Aufnahme noch nicht mal draußen, wo ich das hier noch aufnehme, weil ich habe es auch schon bei Metal Gear 1 gemerkt, ist jetzt nicht so interessant, kann ich auch irgendwo ein bisschen nachvollziehen, weil es halt vielleicht auch ein altes Spiel ist, aber wie gesagt, gehört ich will die Story ja nochmal komplett erleben und da gehören die Teile halt mit dazu. Tschüss! Kommt er jetzt noch? Nee. So. Alter. Falsch. Ja, wieder falsch. Was wollte ich sagen? Jetzt bin ich wieder total durch. Ja, okay, das Ding geht sowieso nicht an. Jetzt bin ich wieder total von der Rolle. Was ich überhaupt sagen wollte. Schön, schön. Spiel, hast mich durcheinander gebracht. Pass auf. Musste ich da jetzt hin oder musste ich da jetzt nicht hin? Ich glaube schon, ich bin mir aber echt nicht sicher. Ich gehe erstmal in den dritten. Ob da diese Schanze war, sag ich mal. Scheint sie diese Absprungsstelle war. Ah, die müsste doch eigentlich im Turm gewesen sein, damit ich weiterkomme. Und hier dürfte es eigentlich nicht gewesen. Ich gehe mal oben lang. Also kann auch sein, dass ich mich komplett vertue und das hier wieder unnötig lange dauert, aber... Ne, hier haben wir bloß die Mäuse. Was war hier drüben? Den ersten war es auch nicht, aber jetzt kann ich vielleicht mal so die Abkürzung nutzen zwischen den Gebäuden, die ich dann doch endlich mal gefunden habe. Weil ich hätte uns doch sehr viel Zeit erspart, hätte ich mir vielleicht vorher mal angeguckt, wo es nochmal lang ging. Hätte ich ja machen können, aber irgendwie, ja, ich war halt faul. Was willst du machen? So, jetzt wieder runter zur... Da konnte ich hier auch schon... Warte mal, ich gehe mal hier kurz raus. Wo war ich jetzt hier?
Gott. Ah, okay. Da geht's, glaube ich, nicht weiter lang. Ich muss, glaube ich, zum Turm. Oh, muss man mal ein bisschen wieder ansetzen. Ist aber auch schön, wenn man einen Stuhl mit Rollen hat und im Endeffekt auf dem Teppich hockt und nicht wirklich, nicht wirklich rollen kann. So, warte mal, wo ging es denn jetzt hier lang? Ich glaube, hier war die... Kam ich hier schon zum Aufzug? Nö. Warum nicht? Oh, jetzt muss ich, glaube ich, noch mal eben rum. Kann das sein? Nee. Oh, ich bin verwirrt. Ich gehe noch mal rein. Hier war der Aufzug, zu dem wollte ich aber nicht. Ich muss zum anderen. Ja, komm hier, Karte hab ich. Ich habe alle Karten, bis auf die eine wichtige wahrscheinlich. Aber hier lang? Hier war bloß der Bursche. Warte mal, ich geh mal. Ja, grüß dich. Kam ich hier noch rüber? Ja, hier kam ich nirgendwo hin. Na toll. Noch sparen können. Naja, egal. Dauert auf, ja, ist schön. Dauert auf jeden Fall nicht so lange wie das andere. Mit Sicherheit nicht. Bevor ich jetzt nochmal den ewig langen Weg latsche und dann wieder übers Minenfeld und dann gehen wir uns wieder auf den Keks und ja. Das Problem ist halt einfach, ich weiß nicht unbedingt welches Stockwerk. Ich möchte. Oh Gott. Oh oh. Schwein gehabt. Kam ich hier lang? Wow. Da. Nee, das ist nicht die Tür. Hä? Achso, ja, gut. Los. Oh, ich bin mal wieder außen. Oh, toll. Wäre es richtig gewesen? Jetzt bin ich mal gespannt. Nee, ich muss einfach hier hoch, ne? Bitte. Na gut. So, Ausfahrt nicht verpassen. Ich muss hier hoch. So, da sind wir doch schon wieder am Türmchen. Ich muss jetzt noch auf die richtige Etage kommen. Weil die sollte eigentlich definitiv hier gewesen sein. Und hier kann man... Zum 20. Hier kann man zur 20. Da kann man zur 10. Wo wir in den Raum noch nicht rein konnten. Na, ich probier's nochmal hier. Ansonsten muss ich halt wirklich cutten oder ich muss die Folge wieder kürzer machen, weil es schon ein bisschen scheiße. Okay, wäre ja nicht das erste Mal, dass ich eine, also ich bloß eine Viertelstunde Folge mache oder so, war ja bei Emily Wants to Play genauso. Und ich denke, das war auch ganz gut fürs LP. Hat zwar ein paar Folgen mehr gedauert, aber hey, ist halt nicht so schlimm. Hä? Ah! Ich habe ja vorhin Zwischengegnern schon geredet gehabt. Jetzt sehen wir ihn. Snake. Ich weiß nicht, welche Stimme ich vorher gemacht hatte. Snake, ich bin's, Grey Fox. Du hättest auf meine Warnung hören sollen, Snake. Nun befürchte ich, dass unsere Freundschaft am Ende ist. Dieser Aufzug wird zu deinem Grab werden. Was? Hast du das Geräusch gehört? Das ist ein Team von Meuchlern. Sie sind spezialisiert auf enge Räume. Ich verstehe. Ich bin sicher, du wirst ihnen einen guten Kampf liefern. Die Decke. Die Decke? Es war nett, mit dir ein letztes Mal zu sprechen, Snake. Endung aus.
Jawohl. Four Horsemen. Wir sind die Four Horsemen. Ein super geheimes Team von Meuchlern. Wir kriegen unsere Befehle direkt vom Präsidenten. Betrachtet das als eine Ehre. Wir kümmern uns nur um die großen Fische. Alles klar. Nein, warte. Ja, nee, warte. Hier. Wow, wow, wow. Also wir werden hier einiges abkriegen, da bin ich absolut davon überzeugt. Ich hoffe bloß, dass mein Dings reicht. Warte, warte, warte. Wow. Das war eng. Das war eng. Warte mal, habe ich nicht irgendeinen komischen Anzug gegen fett Schaden gehabt? Körperpanzerung. Ja, den Schaden halbiert. Genau. Alter, aber. Achso, der steht oben. Na, er steht immer noch oben. Alter, du sollst dich jetzt zur Linken reindrehen. Danke. Ich weiß nicht, ob die sich verpissen, sobald ich sie einmal getroffen habe. Sowieso aussieht nicht. Oder kam er jetzt bloß wieder runter? Alter, das kann dauern. Oh, ernsthaft? Oh, er kommt wieder runter. Ja. Alter. Wie gesagt, ich wusste, dass das irgendwann kommt, aber wie lange ich jetzt hier für die brauche, weiß ich nicht. Alter. An sich sollten sie nicht so schwer sein, aber ich hoffe, dass die Rationen reichen. Ich hoffe, dass meine Mühe reicht. Ah, okay, der erste macht schon schlapp, mehr oder weniger. Oh Gott sei Dank, der erste ist weg. Oh Kacke. Oh Kacke. Fuck, fuck. Nein. Oh. Ah, ich wollte gerade sagen, haha, hast du nicht getroffen, aber so schnell kann es gehen. Nein, ey, der rennt immer rum, der ist weg, schön. Der ist auch weg. Yeah. Schön, jetzt habe ich mich mal gefreut. Jetzt konnte man es in der Kamera wahrscheinlich gar nicht sehen, außer wenn echt der bescheuerte Gesichtsausdruck bleibt. Nett. Ich hasse und ich liebe die Kamera. Nee, eigentlich hasse ich sie meistens mehr, aber ich hoffe, das bleibt jetzt nicht so, weil das hatte ich schon mal gehabt. Bei Adam's Adventure, da hat sie dann einfach null aufgenommen und dann blieb das Gesicht so. Gott, ich wollte gerade sagen, jetzt spinnt hier alles rum. Also kann sein, dass ich mir jetzt schon ausgeblendet habe oder so und Alter, der Rechner macht mir gerade echt Sorgen. Also wir haben schon mal Karte 7 aufgehoben, das ist sehr schön und ich bleibe im Spiel jetzt auch noch so stehen, aber ich sehe, dass halt gerade die Kamera rumspackt und dass die Aufnahme von Outer City auch rumspackt und zwischendurch auch die Aufnahme von der Elgato, das ist ein bisschen ungeil. Okay, ich glaube, das wird sich auch... Ich glaube, ich werde den Rechner mal neu starten müssen. Wir fallen jetzt gerade runter. Ja, du mich auch. Okay, wir sind wieder hier. Pass auf. Daten speichern. Ich mache das jetzt noch schnell, weil ich habe echt Schiss, dass die komplette Aufnahme für den Arsch ist. Und das möchte ich natürlich auch nicht. Es sind zwar an sich bloß 2 Folgen, aber da sind wir wenigstens einigermaßen weitergekommen. Ich glaube, ihr könnt mir verzeihen. Deswegen... Aber ist ja fast eigentlich Folgenende. Wieder eine etwas kürzere Folge. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Und ja, falls ihr mich jetzt bei der Verabschiedung nicht sieht, bitte nicht wundern. Aber vielen, vielen Dank fürs Durchhalten. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt bei dem kleinen Zwischenkämpfchen. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Ciao, ciao.